Vielleicht können wir ihm ja Schmerzen bereiten, dass er nicht aufs Schiff kann morgen. Sieht schmerzhaft aus. Na gut, aber die Flasche? Oh, oh, oh. Starker Stoff. Der sollte die Schmerzen betäuben. Sollte. Tut's aber nicht. Ich kann die Schmerzen stoppen. Schalte den Bohrer ab und höre auf. Wie wär's damit? Nein, nein, nein. Ich schaff das schon. Mach weiter, Alter. Ich geb dir gleich, Alter. Matrosensöhnchen. Entweder du hältst still oder ich binde dich fest. Gut. Das brauche ich. Entweder du hältst still oder ich binde dich fest. Es ist Toto Santos, Rubacabas freundlichster Schnitzer. Toto Santos. Kann ich ihn jetzt nicht hier ansprechen? Na gut, gucken wir mal in den Kühlschrank. Ich habe Hunger. Das ist ein alter Kühlschrank. Öffnen, bitte. Geht nicht. Das hebe ich nicht auf. Benutzen. Ist ja gar nichts drin. Hey, Kollege, mach mal auf. Soll wohl das Gemüsefach sein. Riecht allerdings eher wie ein Schimmelpilzfach. Leer. Gehst du weg? Die Tür öffnet sich? Hey, Tür zu! Du machst meine Bohren langsamer. Das tut doch weh. Das tut weh, was, Naranja? Wie Folter, hä? sehr gut. Da haben wir schon mal ein Indiz. Also, die Flasche muss irgendwie kaputt gemacht werden. Oder was anderes muss da rein. Habe ich eigentlich was? Ich schaue mal gerade nach. Was ist das? Der Drucker und ich, wir werden uns eine goldene Nase verdienen. Okay. Das benutzen wir mal mit... Da ist bereits weitaus stärkerer Stoff drin. Da ist bereits weitaus stärkerer Stoff drin. Der soll's ja tauschen, Freund. Kommt die denn her? Gut. Kommen wir erstmal nicht weiter. Aber immerhin wissen wir schon mal, wo Navancho ist. Ich mir vorstelle, ich habe das früher mit Tastatur gespielt. Also es war schon echt übel. Aber es geht eigentlich. Gehen wir mal nach links. Weil von hier sind wir gekommen. Da ist das Tattoo-Studio. Dann gehen wir mal hier auf die linke Seite. Ach du lieber Gott, wo sind wir denn jetzt hier gelandet? Ja, können wir nur noch geradeaus durch. Ach, das sind die Seebienen, ne? Ja, stimmt. Ach, herrje. Oh nein. Die sind ja gruselig. Boah. Diese Bienen sehen nicht sehr fleißig aus. Das sind auch keine Fleißbienen, das sind die Gewerkschaftsbienen, oder? Ganz schön kalt heute, was, Terry? Ja, es ist immer kalt, wenn man arbeitslos ist, Manny. Oh nein. Wie kommt denn das? Wieso arbeitslos? Ihr seid doch in der Gewerkschaft. Gewerkschaft? Die kümmern sich doch nicht um die kleinen Fische. Die werden doch von der Bullerei gesteuert. Und gerade du solltest das wissen, Manny, dass die Bullen mit den Spielhöllen unter einer Decke stecken. Hey, ich führe einen seriösen Laden. Alles völlig legal. Und was ist mit dem Schutzgeld? Wir zahlen jede Woche pünktlich und in bar, wie sich das bei einem seriösen Club gehört. Siehst du, was ich meine? Diese Stadt besteht aus einem einzigen Haufen von Verbrechern, die alle lachen, tanzen und sich gegenseitig das Geld zuschieben. Das ist nicht schlecht. Wenn die Gewerkschaftsbosse korrupt sind, warum zeigt ihr sie dann nicht an? Der war gut, Manny. Habt ihr das gehört, Jungs? Er meint, wir sollen eine Beschwerde einreichen. Oh, ich dachte eigentlich ein kollektives Lachen.
Warum arbeitet ihr Jungs nicht da oben? Du weißt wohl nicht, wie das hier in den Docks abläuft, was, Manny? Wenn du an die Jobs willst, musst du einen extra Beitrag zahlen. Und der ist nicht gerade billig. Wir zahlen nicht. Also stellen sie uns kalt. Okay. So, können wir die etwas aufstacheln, ja. Ich glaube, ihr seid einfach ein Haufen Jammerlappen. Du weißt nicht, was hier abgeht, Mann. Wir kommen jeden Tag her, um auf ehrliche Weise Geld zu verdienen. Nur um dann zu sehen, wie all die verbrecherischen Bienen die Arbeit bekommen. Irgendwann haut ihr das jegliche Pollen aus der Wabe, Manny. Ihr Bienen werdet ausgebeutet. Ihr müsst etwas dagegen unternehmen. Was können wir schon tun? Wir sind bloß eine Handvoll unorganisierter Drohnen. Wir sind ja nur dumme Insekten. Mit uns kann man's ja machen. Naja, gut, also... Da ihr euer Werkzeug gerade nicht braucht, kann ich es mir mal leihen? Wir mussten es verkaufen, um unsere Familien zu ernähren. Aber wie wollt ihr dann noch arbeiten? Habt ihr doch gesagt, wie schlecht es mit uns steht, Manny. Nein. Und dann schon wieder ein Bug. Ah, ärgerlich. Die Gewerkschaft gehört den Bullen und die werden von den Spielhöllen geschmiert. Ja, aber wer steuert die Spielhöllen? Tja, ich will dir ja nicht zu nahe treten, aber offensichtlich ist Maximino der Big Boss der Stadt. Man munkelt jedoch, dass er seine Befehle von irgendwelchen Oberbossen aus El Marro bekommt. Diese schicke Rennbahn ist doch nichts weiter als eine riesige Wäscherei, wenn du verstehst. In der Tat. Gut, den haben wir eigentlich schon gefunden, den Naranja, aber vielleicht haben die ja einen Tipp oder sowas. Ansonsten, ich weiß gar nicht mehr, wie man an das Werkzeug kommt. Muss man denen irgendwas geben? Ich glaube, ich meine, man muss die ein bisschen mehr aufstacheln. Das heißt, dass sie sich tatsächlich wehren dagegen und... Aber ich weiß es wirklich nicht mehr. Kennt ihr Jungs einen Seemann Naranja? Seebienen und Matrosen haben nichts miteinander zu schaffen. Aber ihr seid in derselben Gewerkschaft. Naja, mag sein, aber manche Traditionen sind einfach heilig, Manny. Ist es dann nicht einfacher zu bezahlen? Wir haben auch unseren Stolz, Manny. Wir sind ehrbare Insekten, verstehst du? Ganz zu schweigen davon, dass man kein Bares übrig hat, wenn man arbeitslos ist. Es ist wie ein Problem, bei dem die Lösung, das Problem schlimmer macht. Wie eine Aporie? Wow. So Wörter möchte ich auch mal kennen. Ja, das stimmt wohl. Ja, ich habe keine Idee mehr. Hey, kann ich deinen Gewerkschaftsausweis leihen? Was? Machst du Witze? Weißt du, wie viel ich Chowchilla Charlie dafür bezahlen musste? Kopf hoch, ihr Bienen! Die Dinge sind hier einfach nicht so, wie sie sein sollten, Manny. Naja, wir Arbeiterbienen schuften ohne Ende, aber unser Einfluss auf, die Art und Weise, wie produziert wird, müsste doch von, ich meine, wir sollten, vergiss es. Ich bin bloß eine dumme, hungrige, arbeitslose Arbeiterbiene. Ja, vielleicht haben wir irgendwas zu essen. Ich glaube, wir kommen da nicht weiter, weil irgendwas anfassen, berühren, können mit dem mal reden. Warum so brummig, Kumpels? Ist echt mies hier, Manny. Also, naja, wir wollen die Kontrolle über die Faktoren von, von dem ganzen Zeug und so, weißt du? Kopf hoch, ihr Bienen. Du hast leicht reden, Goldjunge. Goldlöckchen. Aber er hatte gar nichts Goldenes. Gut, können wir hier... Ah, sehr schön, wir können hier lang. Oh. Wenn ich jetzt hier lang gehe, komme ich dann tatsächlich wieder zu dem runden Zentrum. Oder, ja genau, dann ist das... Das sind hier die Bienen, da ist das Tattoo-Studio, da ist... Ich hab's vergessen, verdammt. Ach ja. Stimmt. Ja. Mal gucken, ob wir in diesem... Wie heißt das? Blue Casket. Blue Casket. Oder wie das... Ich weiß nicht. Ich kann nicht so gut Französisch. Eigentlich kann ich überhaupt kein Französisch, sondern ich kann nur ein bisschen so tun, als würde ich Französisch sprechen. Ich überlege immer noch die ganze Zeit... wie es weitergehen Blue soll. Blue Casket. Klingt einfach nicht so knackig wie Calavera-Kaffee, nicht wahr? Ja. Oh. Das ist doch nochmal wert.
die Originalfassung uns anzusehen. Hier sind ja ein Haufen unheimlicher Gestalten. Kann man mit denen allen reden hier? Sieht aus wie die Scamba von Monkey Island. Ist ja auch gut besucht gewesen, aber ich meine, da gab es ja auch leckeren Grog, ne? Der alles mal. Sieh sich einer die an. Die sehen aus, als wären sie vor Langeweile gestorben. Hi, wie heißt du? Keine Antwort. Hi, wie heißt du? Den existiert gar nicht. Gucken wir uns den mal an. Hallo, ich bin Mandy. Hi, wie heißt du? Noch mehr Freaks. Vielleicht ein Freakazoid treffen. Ha. Hi, wie heißt du? Anscheinend. Gut, vielleicht will der Entwickler auch uns Arbeit ersparen. Aber verstehst du denn nicht? Mit dem Sturz der Regierung sind unsere Probleme beseitigt. Ach, Quatsch. Wir werden immer bewaffnete Gruppen brauchen, die ein Aufleben des Kapitalismus verhindern. Diese faschistische Denkweise ist genauso tot wie du, Genosse. Wenn alle Waffen verschwunden sind, fangen die Leute an, sich gegenseitig zu kontrollieren. Dann hält allein die öffentliche Meinung sie davon ab, Verbrechen zu begehen. Hola, ihr Wohlstandskinder. Hey, schau an, wer sich da blicken lässt. Es ist Manny Calavera, die linke und rechte Hand sowie der Arsch der Nouveau-Rich. Verschwinde, du Lackaffe. Wir reden über Dinge, die du nicht verstehst. Wie Wahrheit und Schönheit. Oh, das klingt, die Synchronstimme, wie einer von diesen drei Piraten bei Monkey Island 3. Ach, wie heißen die nochmal? Haggis? Ach, Mann. Van Helgen, genau, das war der Van Helgen, war das. Also, glaube ich zumindest. War das alles mit Quatschen? Buenas noches, Genossen. Hey, Manny. Es ist nichts Persönliches, aber wir haben für Establishment-Typen wie dich nichts übrig. Wie kommt ihr darauf, dass ich zum Establishment gehöre? Du stinkst nach Kohle und Ausbeutung, Mann. Okay? Okay? Komm hier hoch? Oh, super. Lola? Was machst du denn hier? Die Leute hier haben nicht viel für Fotos übrig. Es sei denn, sie sind von Lenin. Ich liege auf der Lauer, Manny. Ich werde Maximino ein für alle Mal beweisen, dass Olivia ein falsches Spiel mit ihm treibt. Du hängst immer noch an Max, was? Hör auf meinen Rat, Engelchen. Vergiss ihn. Er ist ein Gangster und Spieler. So wie du? Oh, das tut weh, Baby. Da kommen sie. Komm, Süße. Ein Küsschen zum Abschied. Oh, shit. Enttäusch mich nicht, Nick. Du bist Anwalt. Du solltest keine Gefühle haben. Habe ich auch nicht. Ich habe nur ein Gespür für gute Fälle. Hey, wenn Maximino das sieht, landen wir beide in Terrakotta-Übertöpfen. Sei nicht albern. Er würde mir nichts tun. Er liebt mich. Manny, endlich sind wir allein. Und? Wie geht's der Bourgeoisie? Prima. Wie geht's Max? Oh, fang bloß nicht damit an. Aha. Ja. Lola ist, glaube ich, die andere gewesen. Dann müsste das Olivia sein, oder? Ich glaube schon. Ach, je. So. Ach, wir fangen einfach von oben an. Warum gibst du dich eigentlich mit so einer Schlange wie Nick ab? Ich würde es dir ja erklären, Manny, aber das würdest du nicht verstehen. Wieso? Ist es eine andere Sprache? Hier, unser Manny ist schon ein kluges Köpfchen, der weiß das schon. Mit dem Rechtsanwalt seines Freundes zu turteln, kann gefährlich werden. Oh, vielleicht habe ich mich geirrt. Du verstehst es ja doch. Ich mache mir ein bisschen Sorgen um Lola. Sie rennt in ihr Verderben, Manny. Sie hat sich in Maximino verliebt. Das ist der einzige Fehler, den ich nie begangen habe. Hm. Zumindest sind sie hinterhergelaufen, oder? Glaubst du, dass Nick ihr etwas antun würde? Nur, wenn er sie findet. Und eins kannst du mir glauben. Etwas wiederzufinden war noch nie seine Stärke. Gib mal ein Beispiel. So. Bisschen dunkel hier. Findest du nicht? Dunkel und kalt. Wie die Herzen der Männer. Natürlich. Der Talentabend scheint ein voller Erfolg zu sein. Diese schüchternen Seelen brauchen immer eine Weile, bis sie den nötigen Mut finden. Weißt du, ich überlege, ob ich den Laden hier kaufen soll. Wirklich? Ich habe eine Weile überlegt, deinen zu kaufen. Aber dann habe ich mich entschlossen, ihn von meinem Freund Max kaufen zu lassen. Aha.
Vielleicht würde es helfen, wenn du nach vorne gehst und die Sache in Schwung bringst. Oh, Manny. Soll ich in meinem eigenen Club Gedichte lesen? Dann würde es ja so aussehen, als hätte ich den Laden nur als Tempel zu meinen eigenen Ehren aufgezogen. Ich glaube, das ist es aber auch, oder? Jetzt tu mal nicht so hier. So. Ich verlasse die Stadt. Ach komm, ein Gedicht. Noch ein Gedicht. Ach komm. Okay. Am Leben. Wir schliefen. Das Leben ist nur ein endloser Traum. Im warmen, weichen Bett. Begraben. Wir erwachen. Der Traum von Fleisch und Blut ist vorüber. Nun, da wir alle tot und trocken. Großartig! Ja, aber das war jetzt wirklich das Letzte. Boah, da bin ich ja sprachlos. Du kannst den haben. Ich verlasse die Stadt. Manny, du sagst plötzlich so aufregende Sachen. Warum willst du die Stadt verlassen? Ich verfolge eine Frau, die ich einst getroffen habe und nicht vergessen kann. Tja, ich habe ein Gedicht für dich geschrieben. Hör genau zu, denn es ist ziemlich kurz. Also... Idiot. Okay, wir sehen uns, du coole Braut. Arbeite an deinem Slang, Mann. Bald hast du's raus. Ach je, kann ich jetzt reingehen oder nicht? Nee, natürlich nicht. Sind wir da? Ah, die Küche. Oh, was haben wir denn da? Ah, ein Spülmittelchen. Oh, kann man das mitnehmen? Nur ein Tropfen reicht. Und dann? Hey Mann, du hast doch nicht etwa gesehen, wie ich die geheime Zutat in die Zombies getan habe, oder? Entspann dich. Olivia hat das Rezept ohnehin von mir geklaut. Ja, sie nimmt es den Reichen und ich darf den Armen davon nachschenken. Oh, die Chance muss ich nutzen. Die hier sieht nicht so aus, als wäre das Putzzeug hier besonders oft in Gebrauch. Aber es kann sich ändern. Ich brauche wirklich keine Putzutensilien. Ja, doch brauchst du. Der Geschirrspüler ist leer.